Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Video auf unserem Kanal. Heute geht es ausschließlich über die Hasen. Und ja, also ich werde euch heute genaueres über die Rasse Rheinische Schecken, also die Rasse, die wir züchten oder die ich züchte, erklären. Und ja, heute werde ich euch auch nochmal die kleinen, die damals noch winzig waren, auch nochmal vorstellen. Die sind jetzt sehr viel größer geworden. Die sind jetzt knapp 5 Wochen alt. Und ja, die sind auch schon richtig quirlig und fressen schon mit. Das ist, soweit ich weiß, als ich nachguckt habe, das erkennt man nicht so ganz gut. Also es ist ein Bock und 3 Häsin. Und wie man hier gut erkennt, hier die Ohren sind richtig lang, schon für die Kleinen. Und die knicken bei der Rasse, bei den Widdern, immer weiter nach unten, bis die dann irgendwann ganz unten sind. Weil die Ohren irgendwann zu schwer werden und dann hängen die einfach nur noch runter. Ja, das sind die 2 übrig gebliebenen Schecken-Kleinen von dem Wurf, den wir gezeigt hatten. Ja, die anderen Geschwister, die sind an Durchfall eingegangen. Ja, das war sehr schade, aber lässt sich halt nicht vermeiden. Sowas auch mal passiert. Ja, das sind die beiden Althäsinnen, die hatten wir ja jetzt öfters eingedeckt. Hier oben die Häsin, die hat sehr oft die Jungen aufgefressen. Das heißt, die hat die eigentlich immer aufgefressen. Das ist halt sehr schade. Die ist jetzt nochmal eingedeckt. Und da hoffen wir jetzt, dass sie mal Junge aufzieht. Ansonsten kommt sie zum Schlachter. Wird sie von uns geschlachtet sein. So. Und hier unten die Alte, die hat noch überhaupt nichts gemacht. Die hat nicht mehr aufgenommen und so. Und die ist jetzt schon. Sie kommt jetzt, wird jetzt auf jeden Fall geschlachtet. Ja. Das sind jetzt noch die einen Tag später, nachdem wir das Video gedreht hatten, sind die gekommen, die 3. Die sind jetzt auch schon 4 Wochen alt, so. Und die sind eigentlich ganz schön. Jeder hier ist eigentlich perfekt. Der hinten sieht auch richtig gut aus, nur bei jedem sind halt die Seiten relativ voll. Aber zu den Zeichnungen, wie die gezeichnet sein müssen, das werde ich gleich schon mal erklären. Das hier ist die Mutter von Hidden 2. Das sind übrigens 2 Böckchen, also Männchen. Ja, die ist jetzt auch nochmal eingedeckt. Das letzte Mal hat die nicht aufgenommen. Und da hoffen wir. Was heißt aufgenommen? Also, dass sie tragend ist. So, ach komm. Zu der Schickung. Ja, ich werde jetzt mal genau erklären. Am besten packt man die Hasen hier an, so hat man die gut im Griff und unter Kontrolle. Ja, also bei dieser Rasse kommt es auf die folgenden Merkmale drauf an. Also hier, das hier ist der Aalstrich. Der muss darf nicht unterbrochen sein, wie man das gut hier sieht. Am bestenfalls sollten hier die weißen Haare draußen sein. Und das, um dass es schöner wird, besser aussieht. Und hier diese Punkte sollten möglichst weitgehend weg sein. Auf jeder Seite müssen mindestens 3 Punkte sein, aber bestenfalls wären jetzt so hier 6 Punkte und es müssen von schwarz und braun von jeder Farbe etwas vorhanden sein. Ja, wie man hier sieht, das sind 5 Punkte, aber das ist auch noch sehr gut. Die hat 97,5 gemacht und zwar die Häsin hier hat einmal von den Punkten ist sie sehr gut und sie hat einen sehr guten Körperbau, gutes Fell, dichtes Fell hier und auch keine vorstehenden Beckenknochen, das merkt man hier hinten, wenn man so da drüber fährt. Und ja, hier dürfen bei einem Schecken, darf hier nicht der Backenpunkt an dem Augenring angeschlossen sein, dann wäre der NB, also nicht
bewertbar. Des Weiteren ist hier das hier ist der Dorn. Der muss etwas spitzer sein. Also, ja, was heißt, nee, eher rundlich, so. Hier ist, wie man es hier sieht. Einen guten, sauberen Ohrenansatz müssen die Hasen haben. Hier in der Mitte muss man auf jeden Fall darauf achten, dass hier kein Büschel weiße Haare sind. Ansonsten wäre dieser Hase auch dann NB. Hier sieht man nichts, das ist schon mal gut. Deswegen muss man ordentlich gucken, dass sowas auch nicht vorkommt. Der Augenring muss geschlossen sein, wie man das auch hier sieht. Und sauber muss der hier außenrum noch mit der Pinzette gemacht werden. Ja, einmal noch kommt dann hier noch die Kiefereinfassung dazu. Das ist hier das Tier. Zähne sind okay, die müssen so übereinander gehen. Wenn die aufeinander gehen, dann wird es schwierig, den Hasen wieder hinzukriegen, um dass er es nicht macht. Dann kann man den höchstwahrscheinlich nicht mehr gebrauchen, da er nicht mehr richtig fressen kann. Und das hat mir auch schon, das ist nicht sehr schön. Da muss der Hase geschlachtet werden. Jo, die Krallen müssen auf jeden Fall dann geschnitten werden. Und nee. Ja, das hier ist die Blume, also hier der Schwanz. Und die muss auch, jetzt bleibt mal ruhig. Die muss braun durchsetzt sein, so wie hier. Und ja, das ist eigentlich mit unsere schönste Häsin. Und man sollte auch darauf achten, dass der Wammansatz hier unten, das relativ klein gehalten ist. Das gibt nämlich sonst Punktabzug. Hör mal auf, nicht so frech sein. Hier das oben drüber, das sind die Krannen. Das Deckhaar. Das oben drüber und hier das unten drunter, das ist die Unterwolle. Also bei der Ausstellung muss man auch sehen, dass man nicht zu viel mit der Pinzette putzt, sodass es dass nicht die Unterwolle rausguckt oder womöglich auch eine Kaltstelle da ist. Durch eine Kahlstelle ist dann der Hase nämlich direkt WNP. Also diese Rasse ist sehr schwer zu züchten und um einen Hasen fertig für die Ausstellung zu stellen, braucht man ungefähr, wenn man schnell ist, eine Stunde, aber ich brauche meistens so eineinhalb, zwei Stunden so dafür, wenn es wirklich ordentlich war. So sollen die sich mal so stellen. Ja, das wäre es jetzt somit erstmal hier über den Hasen. Über. Ich setze jetzt erstmal rein. Hier müssen wir uns auch noch erstmal überlegen, wegen diesem Nagel. Der ist uns vorgestern rausgefallen und da sind die ganzen Hasen hier rumgelaufen. Das war richtig blöd. Da müssen wir dringend was machen, weil er mit der Zeit lose wird. Und zum Glück haben wir die alle wieder einfangen können. Ja. Hatte ich das schon gesagt? Nee. Der Tscheche muss für die Ausstellung 3,75 wiegen, also das Mindestgewicht. Und das Höchstgewicht liegt bei 4,5 Kilogramm. Ja. Ah. Die sind auch schon relativ zutraulich. So, das waren jetzt relativ viele Informationen in kürzester Zeit. Ja, also heute wollte ich jetzt einfach mal als Hasentag nehmen. Ja, jetzt habe ich mir Gras noch geholt. Ja, äußerst viel. Hasen, ja, so ein bisschen. Ja, das wollte ich auch nochmal erklären, meinen Hasen. Man darf jetzt am Anfang nicht zu viel Gras füttern, das bringt schon nicht zu viel. Wir müssen sich erst langsam daran gewöhnen, also in Schritten. Ansonsten bekommen die Durchfall und ja, das wäre richtig schlecht. Deswegen immer Stück für Stück mehr und dann kann man die auch irgendwann auf die Wiese lassen und fressen lassen. Und man sollte hier am besten etwas älteres Gras füttern an die. Und man sollte junges Gras eher vermeiden. Die sind auch schon relativ zutraulich. Die hier, die kleinen.
Die sind richtig. Ah, die Kleinen da hinten sind noch weggelaufen. Ja, die sind halt so zutäuscht wie die hier. Ja. Den Kopf also hinher bewegt. Der kleine frisst auch schon jetzt gerade. Und ja, das wäre jetzt das Video über die Hasen. Gibt's noch was zu sagen? Nee. Ja. Das wäre jetzt das Video über die Hasen. Und das nächste Video wird jetzt über unser Gemüse gehen, über mein Gemüse gehen. Über das Beet. Jo. Ja. Das Beet. Da werde ich nochmal vieles drüber erklären. Und ja. Ja, ich denke, das Video hat euch, oder ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen, wenn ihr auch solche Hasen habt, solche Rassen von Hasen habt. Oder Kaninchen, oder wie sagt man denn jetzt eigentlich jetzt zu? Ja, also im letzten Video, im ersten Video hat unten drunter ja jemand geschrieben, das sind Kaninchen. Ja, da hatte ich mich versprochen, das sind Kaninchen. Da hätte ich gesagt Hasen. Ja. Der folgende Unterschied unter Hasen und Kaninchen besteht darunter. Hasen sind die großen Hasen auf dem Fels. Hasen machen kein Nest wie die Kaninchen. Also es gibt einmal Hasen, Wildkaninchen, dann unsere Kaninchen, die sind auch etwas größer. Und dann gibt es noch Zwergkaninchen. Also die Hasen tun in der freien Wildbahn keinen Bau. Die legen ihre Kleinen in eine Kuhle und die haben direkt Fell und das sind Nestflüchter. Bei den wilden Kaninchen oder auch hier bei den Kaninchen bleiben die Jungen im Nest und sind noch nackt und können auch nicht sehen. Bei den Hasen die Jungen können auch noch sehen. Und das ist nämlich dann der folgende Unterschied. Der wichtige. Ja. Ja, also wenn wir in dem ersten Video und auch diesem Video ganz oft wahrscheinlich Hasen gesagt haben, Entschuldigung, wir meinten natürlich Kaninchen. So. Ja, das ist so. Zur Einfachkeit halber. Ne? Nee, ich habe früher immer Hasen gesagt, das hat sich mittlerweile so bei mir eingetrichtert, dass ich eigentlich nur Hasen sag, aber es sind Kaninchen. Das ist schon. Ja. Also wir meinen damit Kaninchen normalerweise. Ja, wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst ein Like da. Oder könnt ihr uns auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Ja, wie gesagt, das nächste Video wird wahrscheinlich über ein Beet. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.